Auraya 87 zur Lage der Nation. Tom Ryder wurde heute erstanden. Ich war im Einzelhandel unterwegs und habe, wie ein Wunder, wirklich heute Tom Ryder die. Ja, das Spiel gekauft. Wirklich das Spiel gekauft. Ich habe hier ein Spiel für den PC mit DVD-ROM. Ich kann ja mal hier aufmachen. Das ist wirklich eine Hülle, eine DVD-Hülle. Dort drin befindet sich, kann man vielleicht hören, ein sehr, 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 sehr kleines Handbuch. Wirklich sehr, sehr klein. Da steht, glaube ich, gar nichts drin. Vorne ist ein Tomb Raider-Symbol drauf. Dann steht da irgendwas von Sicherheitsinformationen, Hotlines. Dann wird ein toller Shop angepriesen. Never Settle, a Survivor is Born, stürzt sich in den AMDOS. Okay, dann wird er die irgendwas noch anderes angepriesen. Dann habe ich hier noch ein zweites Ding, so ein zweites Heftchen drin. Hört man vielleicht? Da ist, ja, da ist im Endeffekt ein Code für den Multiplayer drin, um die Waffen von Hitman zu bekommen. Hitman Absolution. Und das war's. Und, nee, das war's natürlich nicht. Das ist das Allerwichtigste da noch drin. Und zwar, hört man vielleicht? Die CD. Das Ganze nennt sich Tomb Raider. Einfach nur Tomb Raider. Ist USK 18. Von Crystal Dynamics und Square Enix. Hat für meine Verhältnisse schweineviel Geld gekostet. Ich kaufe mir ja PC-Spiele nie. So, ich habe also dieses Spiel hier vor mir liegen. Hinten drin steht sogar. Darf ich weiter vorlesen? Du kaufst ja PC-Spiele. Ja, ich kaufe mir in der Regel PC-Spiele nicht, wenn sie Ersterscheinung sind. Und dann kosten die meistens 50 Euro und mehr. Und das kann ich mir einfach nicht leisten. Ich warte also immer, bis der Preis auf 30 Euro mindestens, also maximal runtergeht oder mindestens runtergeht. Und eher, wenn sie dann wirklich günstig wären. Einige Spiele habe ich mir erst gekauft, als sie 10 Euro gekostet haben. Die anderen Tomb Raider, boah! Ich sollte hier aufpassen, was ich mache mit meinem Mikrofon. Also die anderen Tomb Raider-Teile, muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich teilweise aus den Pyramiden. Aber das liegt daran, weil das der erste Teil, glaube ich, irgendwie in den 90ern rausgekommen ist und damals hatte ich noch nicht so Lust zu spielen. Ich glaube, den ersten Teil habe ich gespielt, als ich 10 Jahre alt war oder so. Vielleicht 11. Na gut, da habe ich es mal angespielt, aber erst später habe ich ihn richtig gespielt. Und da war ich halt so, war ich halt wesentlich älter. Und da gab es den halt schon in der Pyramide für 5 Euro oder was das war. Oder 5 D-Mark damals noch. Ja, ich kenne auch noch die D-Mark, Leute. So, jetzt aber zu dem, was mich eigentlich, warum ich eigentlich dieses Video verfasse gerade. Ich war so glücklich, ich habe diese CD einfach jetzt gerade, ich habe mir echt Arbeit gemacht. Ich habe so schnell gearbeitet, also ich habe meine ganzen Sachen erledigt, damit ich diese CD jetzt noch in meinen PC reinschieben kann und installieren kann. Das erste, was mir aufgefallen ist in diesem Moment, Steam. Ja, ich brauche einen Steam-Account. Okay, dann habe ich jetzt neben Uplay und neben Origin, wo ich Sims 3 habe, und bei Uplay habe ich die ganzen Assassin's Creed-Teile, auch noch Steam. Naja, dann ist das halt eben so. Okay, also ich Steam-Account gemacht. Ach toll, jetzt kann ich es endlich installieren. Pustekuchen. Steam lässt es mich nicht installieren. Ich konnte sogar den Produkt-Key, also diesen Steam-Aktivierungsding, der hier drin ist, eingeben. Weiter kam ich nur nicht. Denn Steam wies mich freundlicherweise darauf hin, dass Tomb Raider ja noch nicht veröffentlicht ist. Deshalb kann ich es noch nicht installieren. What the fuck? Tomb Raider X ist noch gar nicht auf dem Markt veröffentlicht? Hallo? Ich halte das Spiel in meiner Hand. Ich habe das heute mit ehrlichem Geld erstanden. Auf ehrliche Art und Weise. Ich habe es nämlich gekauft im Einzelhandel. Nicht illegal oder so, ich bin wirklich in Einzelhandel gewesen, habe das Spiel aus dem Regal genommen, bin zur Kasse gegangen, habe es bezahlt, musste, weil bei uns das so ist, musste noch zur Information hingehen, habe den Kassenbon und die Spielhürde hingegangen, die haben mir das Spiel rausgesucht, die haben mir dann die CD und das alles gegeben und dann habe ich es gehabt. Ganz ehrlich! Und Steam sagt mir einfach, sie können es nicht installieren. Ihr seht das Problem hoffentlich genauso, wie ich es gerade sehe. Ich habe mein Spiel in der Hand, legal gekauft, was ich nicht spielen darf. Weil Steam sagt, es gibt es noch nicht. Aber wenn es das noch nicht gibt, warum konnte ich es mir kaufen? So. Deshalb habe ich mich sofort an den Steam-Support gewandt und habe eine
Nachricht verfasst. Ich bin mal gespannt, ob sie mir noch antworten, bevor ich es irgendwie installieren kann. So, ich habe heute also geschrieben, ich habe heute mit Fettdruckbuchstaben 4.3.2013 im Einzelhandel Tomb Raider erstanden und kann es nicht installieren, weil Steam mir sagt, dass es noch nicht veröffentlicht ist. Das ist etwas sehr unlogisch, denn wenn es noch nicht veröffentlicht ist, wie kann ich das Spiel samt CD, Hülle, Beschreibung, Freischaltcodes, eben alles, was man so bekommt, wenn man ein Spiel im Einzelhandel kauft, nicht nur so eine komische, das jetzt von mir mal dazu gesprochen, nicht nur so eine komische Download-Version, die ich einfach nur habe und wenn ich sie lösche, dann habe ich ein Problem. Nein, ich habe eine richtige CD mit einer richtigen Hülle, mit einer richtigen Beschreibung, mit einem richtigen Freischaltcode. Das Ding kann ich mir in den Regal, ins Regal stellen und mich freuen. Vor mir liegen. Also ja. Schade, dass man so von dem Verfreude ausgebremst wird, wenn man doch ehrlich ein Spiel gekauft hat und es nur spielen will und dann wird einem dargelegt, dass man das ja noch nicht kann, weil es das Spiel noch nicht auf dem Markt gibt. Als Kundin fühle ich mich in diesem Moment auf gut Deutsch verarscht. Mit freundlichem Gruß eine wütende Kundin, die sich auf das neue Tomb Raider nach 8 fantastischen Teilen, wer jetzt mitgezählt hat, weiß, dass ein Teil fehlt, in Klammern, Teil 6 AOD, nicht mitgezählt, denn der war echt mies, freute. Ihr wisst ja, dass ich AOD am wenigsten mag. Und der war echt mies, Leute. Ja. Ich bin enttäuscht. Ich habe mir echt für sau viel teuer Geld zum ersten Mal, also es ist wirklich das erste Mal, dass ich ein Spiel sofort geholt habe. Normalerweise bin ich so eingestellt, ich kaufe es später, wenn ich auch das Geld dazu habe. Und dann wird mir einfach so gesagt, sie können es nicht installieren, weil es das angeblich noch nicht gibt. Was? Ich musste gerade mal nachlesen. Ja, das heißt, ich sitze jetzt gerade hier rum und denke mir einfach nur, Steam ist ein echtes Arschloch. Weil man ganz ehrlich, immer diese Internetzwangsgeschichten, das kann's doch nicht sein. Ich könnte jetzt bestimmt, ich wette mit euch, ich könnte jetzt im Internet googeln und würde irgendwo einen Hack bekommen, womit ich das Spiel jetzt sofort spielen könnte, ohne dass Steam mich macht. Irgendwer hat bestimmt für Steam-Spiele da einen Hack, dass man das nicht braucht. Gibt es doch auch für Assassin's Creed. Ich habe es nie genutzt, weil ich da keine Probleme habe. Aber ich weiß, ich glaube schon, dass das einige bestimmt genutzt haben, weil Assassin's Creed ja teilweise, ich glaube, der eine Teil hat einen kompletten Internetzwang. Und ich kann mir vorstellen, dass einige deswegen diesen kompletten Internetzwang dann gemacht haben, weil es kann ja sein, dass das Netz sich mal ausklingt oder dass man halt wirklich es zu teuer ist. Es können ja noch alte Leitungen vorhanden sein, dass sie sich einfach gesagt haben, ich registriere es eben einmal, aber dann spiele ich es ohne Internetzwang. Bisschen illegal, aber ich habe es wenigstens legal gekauft. Aber wirklich, ich hab's wirklich stehen und ihr wisst, ich kaufe mir sowas nicht und ich mache es eigentlich nur, weil ich wirklich interessiert bin und es geht gar nicht. Naja, jetzt kann ich euch wenigstens, also ich kann euch dann wenigstens vorlesen, was hinten auf der Verpackung draufsteht. Folgendes steht drauf: A Survivor Spawn. Mit über 44 Auszeichnungen prämiert, unter anderem mit dem IGN Game of Show 2012 E3 Award. Nora Tischner spricht Lara Croft. Ich finde es das interessant, dass ein Spiel, was noch gar nicht raus ist, schon 44 Auszeichnungen hat. Das muss man sich mal reinziehen. 2012 ist es noch gar nicht raus, hat aber schon 44 Auszeichnungen. Wie? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie er das Spiel das gemacht hat. Die Geburt einer Heldin. Erlebe die mitreißende Geschichte, wie aus der jungen, unerfahrenen Lara Croft eine starke Überlebenskämpferin wird. Einzigartiges Tomb Raider-Erlebnis, anspruchsvolle Rätsel, Nah- und Fernkampf, große erforschbare Gruften und Pfade. Ja, und das ist genau das, worauf ich mich freue, weil Tomb Raider bedeutet ja Grabjäger oder Grabräuber. Und ich habe schon im Vorfeld gesagt, wenn dieses Spielelement nicht im Spiel hauptsächlich vorhanden ist, also keine spannenden und anspruchsvollen Rätsel drin sind, dann ohne mich. Ich bin gespannt, ob sie das wirklich umsetzen konnten. Kämpfe, um zu überleben. Lara muss jede Faser ihrer körperlichen und geistigen Kraft nutzen, um die Herausforderung der Insel Yamatai zu meistern. Überlebe im Team,
Spiele zum ersten Mal eine Vielzahl von Multiplayer-Modi wie Lawas, Shipmates plus Maltais Scavenger. Natürlich alles ohne Lara Croft, denn Lara Croft kann man im Multiplayer nicht spielen, obwohl Tomb Raider mit Lara Croft eigentlich Standard wäre und eigentlich auch zu... Eigentlich Lara Croft ist. Tomb Raider ist Lara Croft. Das kann man nicht anders sagen. Aber wir haben einen Multiplayer erschaffen, in dem es Lara Croft nicht zu spielen gibt. Soviel ich weiß. Ihr könnt mich gerne ergänzen, wenn das anders ist, aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, hieß überall, dass da Lara Croft nicht drin ist. So, Steam, Hinweis, um dieses Produkt verwenden zu können, müssen Sie den Steam Subscriber Enrichment SSR zustimmen. Aktivieren Sie dieses Produkt per Internet, indem Sie ein Steam-Konto beantragen und das SSR. Wenn Sie mit dem Bestimmungen des SSA nicht einverstanden sind, geben Sie das Spiel ungeöffnet an Ihren Händler gemäß seiner Rückgabebestimmung zurück. Ja, genau. Du mich auch. Dann sind auch noch einige Symbole drauf. Von AMD, 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 Radeon AMD, Square Enix, Crystal Dynamics, Eidos, www.tombolder.com, Nixes, Bing Video, Dolby Digital, Spiel und Anleitung in Deutsch. Wichtig, dieses Produkt ist durch technische Schutzmaßnahmen kopiergeschützt. Ja, du mich auch. auf leistungsfähigen Systemen verbessert sich die Leistung des Spiels. Wir empfehlen Grafikkarten der AMD Radeon HD 7000er Reihe oder besser. Notebooks und PCs mit AMD Vision für die Aktivierung von DirectX 11 sowie die AMD iFinity bzw. AMD HD 3D Technologie für maximale Leistung und Grafikqualität. Ich habe keine Ahnung, ob ich das erfülle, ja, aber ich weiß, dass ich DirectX 11 kann. Und du hast auch eine... Ich habe, glaube ich, auch eine AMD, ne? Genau. Na, guck mal, dann geht das ja. Um die Empfehlungen, Systemvoraussetzungen einzusehen, besuchen Sie bitte www.tombeider.com Gameinfo. Schleichwerbung. Minimale Systemanforderung. Betriebssystem Windows XP SP3. Also Service Pack 3, CPU 2 GHz, Dual Core, Intel Core 2 Duo oder besser, AMD Athlon X2 oder besser, RAM 1 GB RAM in Klammern XP oder 2 GB Vista und höher, Grafik Nvidia GeForce 8600 512 MB, AMD HD 2600 XT, Festplatte 10 GB freien Speicherplatz. 10 GB? Geht doch mal. Naja. Eingabegeräte, Maus und Tastatur. Oh, ich glaube, daran wird scheitern. Square Enix LT, Wimbledon Bridge House, Wall, 1. Half-Field Road, London, SW19, 3 RU, UK, Tomb Raider, Copyright, okay, und das ist jetzt alles ganz schwer zu lesen. Deshalb wechsle ich mal wieder die Stimme. Tomb Raider, Copyright by Square Enix LT 2013. Square Enix and the Square Enix Logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holding Co. Was ist LTD nochmal? LTD? Keine Ahnung. Co ist, glaube ich, LTD. Lara Croft, Tomb Raider, Crystal Dynamics, The Crystal Dynamics Logo, Eidos and the Eidos Montreal Logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix LTD. Ich wusste das mal. All rights reserved, uses Bing Video. Copyright in C im Kreis 1997 bis 2013 bei Red Game. Okay, Tools, Inc., Nixes and the Nixes Logo are trademarks of Nixes Software, BV, Steam, Copyright, 2009, Limited. Valve, Limited? Ah, Limited, gut zu wissen. Wobei ich Valve Corporation, Steam and the Steam Logo, Trademarks and or Registered Trademarks of Valve Corporation in the US and or other countries, AMD Copyright 2011, oh Gottes Willen, Advances Mirko Devices Inc., All Rights Reserved. AMD, the AMD Arrow logo, Phenom, Radeon, and combinations thereof are trademarks of Advention Micro Devices, Inc., Dolby, and the Dolby D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. All other trademarks are properties of their respective owners. Vorsicht! Ah, Deutsch! Vorsicht! Bei einigen Personen können gesundheitliche Auswirkungen beim Spielen von Videospielen auftreten. Bitte beachten Sie unsere empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen auf http://.
www.eu.square-enix.com-en-hilf. Made in EU. Und ein grüner Punkt ist drauf. Da ist ein grüner Punkt drauf. So, das war also alles, was hinten drauf stand. Voll interessant. Ja, das stand wirklich, das ist alles, was... Oh, ich könnte jetzt euch noch einen Barstrichcode vorlesen. 50212904872 0 Made in EU. Habe ich schon gesagt. Ja, das ist alles, was hinten drauf stand. Also ihr seht, das ist echt das Spiel. Und ich habe ja schon 15 Minuten Aufnahme gemacht, weil ich mich so darüber aufrege, dass dieses Scheißspiel, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal sage, aber dass ich dieses Scheißspiel nicht installieren kann, damit ich spielen kann, weil es noch nicht veröffentlicht ist, ich es aber in meinen Händen halte. Ja, so viel dazu. So viel dazu, ne? Okay, dann lasse ich noch ein paar Sätze fallen. Erstens, Assassin's Creed 1, die Tonquali war nicht mehr so gut am Ende. Also ich hatte nämlich das Problem, dass ich einen einzigen Knopf an meinen... Wie heißt das Ding nochmal? Mischpult. Mischpult. Ja, manchmal vergesse ich einfach Wörter. An meinem Mischpult falsch gesetzt hatte und dann hat das alles so gedröhnt. Voll schrecklich. Mittlerweile habe ich ein neues Mischpult, ein neues Mikro. Entschuldigung, Mikrofon. Ein neues Mikrofon und immer noch Probleme mit Ton. Ich liebe es. weil ich mich einfach noch nicht so damit sicher fühle. Ja. Das ist erstmal das Erste. Zweitens, Assassin's Creed 3 liegt hier schon die ganze Zeit rum. Ich komme bloß immer noch nicht zum Spielen. Drittens, ich habe jetzt auch Harry Potter 5 endlich hier wieder richtig rumliegen. Ich habe es endlich erstanden. Und das liegt jetzt auch hier rum. Und ich hoffe, ich kann es irgendwann spielen. Und Tomb Raider liegt hier neben mir. Ihr habt die Story gehört. Ich hoffe, ich komme morgen dazu. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte es euch eigentlich zeigen, aber ihr kennt es ja. So, und ihr werdet natürlich auch gleich sehen, ich werde mit Lara rummeckern. Es ist mir egal, ob es eine neue Lara ist. Sie war schließlich schon mal in Angkor Wat mit Werner. Und das deutlich bevor das hier passiert ist. Weil ich glaube, hier ist sie 18. Ich weiß gar nicht, wie alt ist ist Lara in Tomb Raider? Steht da nirgendwo. So, das muss ich jetzt nochmal googeln. Wie alt ist Lara in dem neuen Tomb Raider? So. Lara, Alter, Tomb Raider. Googeln. Tomb Raider. 2013, das neue Tomb Raider, ne? bla bla bla. Bla 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 bla. Tomb Raider. Ja, wie alt ist Lara? Das ist das einzige, was dann bei der Nation jumpen. Fragen. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Spielfigur. Ja, das steht da nirgendwo. Ja. Sagen wir, sie ist 18. Ich glaube, sie wird als 18-Jährige dargestellt. Ansonsten dürfte sie gar nicht in dem Spiel mitspielen. Sie muss mindestens 18 sein, weil es USK 18 ist. Stimmt. Aber mit Werner war sie 16. Das ist belegt. Ja, aber das USK, war das dann auch USK 18, das Spiel? Nein. Siehst du? Ich glaube, es war noch gar kein Spiel von den USK 18. Stimmt, bei 3 haben sie einfach noch gut umgefärbt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch gar kein Spiel ab 18 war. Aber egal. Ja, das zur Lage der Nation. Ich hoffe, Sie hatten alle Ihre Informationen daraus geschlagen. Und wir sehen uns später wieder bei irgendeinem Spiel. Ich hoffe, morgen bei Tomb Raider. Mal sehen. Ciao! Auraya 87 zur Lage der Nation. Entschuldigung. Mach weiter. Tut mir leid für diesen kleinen. Ja, mach weiter. Ich reiß mich zusammen. Toll, jetzt soll ich das Ganze nochmal aufnehmen, oder was? Nö. Doch, das nehme ich nochmal auf. Dieses hier kommt dann in den Nachklang.